100. Ich wiederhole noch einmal. An den Disney Club in 8000 München 300. Einsendeschluss nächste Woche Freitag. Was bekommen eigentlich unsere Kinder zu Hause als Gewinne? Das weißt du nicht mehr so ganz einfach. Das sind Videokassetten, Schallplatten. Und vieles, vieles, vieles mehr. Genau. Und ein paar Preise kriegen jetzt auch unsere Kinder hier bei uns. Tja, das sind diese T-Shirts. Wir hatten die schönste Maske. Wer kriegt denn den ersten Preis? Ja, ist schwierig, glaube ich, zu sagen, oder? Also ich finde, die schauen alle so toll aus. Die sollen alle den ersten Preis bekommen. Das ist eine gute Idee. Ja? Also. Fange ich schon mal an. Stefan, in der Zwischenzeit, kannst du mir eine Frage beantworten? Was? Kannst du mir eine Frage beantworten? Ja, sicher. Ja, dann gehen wir doch da gleich mal irgendwie. Also, wie hieß der Hund, oder heißt er immer noch, der von Erik in der Zeichentrickserie Ariel in letzter Sekunde gerettet wurde? Das war, der Hund heißt Moritz. Quatsch, Max heißt er. Max, richtig. Das war das Lösungswort des letzten Rätsels. Ja. Aber das Geheimnis von Lost Krieg ist noch nicht enträtselt. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht, oder? Okay. Seht euch das an. Förderungswürdiger Nachwuchs, würde ich sagen. Mach jetzt keinen Fehler. Ich hab sie zuerst gesehen. Hallo, hohe Frau. Kennen wir uns? Klar kennen wir uns. Ich bin der Mann deiner Träume. Dann heißt du Freddy Krüger. Nein, mein Name ist Hardy Sinclair. Ich wohne hier in der Gegend. Was du nicht sagst. Darauf wäre ich nie gekommen. Wollen wir nicht tanzen? Tut mir leid, den Hühnerwalzer kann ich nicht. Nein, das ist das Querdenschnucke. Für dich kein Problem. Dann würde ich vorschlagen, du zeigst mir, wie es geht, Tarzan. Okay, aber wie ich schon sagte, mein Name ist Hardy. Hardy Sinclair. Guten Abend, Marie. Oh, Mr. Butler. Ich dachte mir, es interessiert Sie vielleicht, dass es mich ein halbes Vermögen kosten wird, die Löcher im Rasen vor der Bank zu beseitigen. Oh ja, wahnsinnig interessant. Und? Hat mittlerweile jemand den Goldschatz gefunden? Nein, und das wissen Sie auch ganz genau. Und zwar, weil da gar kein Goldschatz ist. Ich bin ja eigentlich nicht hier, um mit Ihnen zu diskutieren. Ich bin hier, um mit meiner Frau zu tanzen. Und das tue ich jetzt. Sie werden uns entschuldigen. Wieso tanzt du mit Hardy Sinclair? Das ist ein Wüstling und ein Raufbold. Im Gegensatz zu dir hat er mich zum Tanzen aufgefordert. Ich wollte dich heute Nachmittag fragen, ob du mich begleitest, aber dir war Homers Schatz wichtiger. Wie wär's, wenn du gefragt hättest? Ich hoffe, du amüsierst dich gut mit Miss Hühnerstall. Ihr Name ist Kemi und dir wünsche ich viel Spaß mit Hardy Sinclair. Travis, du gehst aber ganz schön ran. Ich hab richtig Herzklopfen von der Tanzerei. Willst du einen Punsch? Oh, das ist aber nett. Und dann wollte er mich küssen. Schön ordinär, das Mädchen aus Chicago. Findest du nicht auch Travis? Die ist geschminkt und aufgedonnert wie Daisy Duck. Hey,
Ich habe deinen Artikel gelesen. Du glaubst doch nicht an diesen Homer und sein Gold, oder etwa doch? Wieso denn nicht? Weil das absoluter Blödsinn ist. Ich weiß, wo hier in der Gegend Gold zu finden ist. Pass auf, was du sagst, Hardy. Du sprichst zu viel. Entschuldige mich bitte einen Moment. Ich muss mit dir reden, Genie. Was ist denn in dich gefahren? Das ist kein Umgang für dich. Du meinst du nicht etwa mich? Wen sonst? Sekunde! Hast du ein Problem? Nein, aber du! Ja, gut! Du schaffst es, Harvey! Na los! Stumpf ihm das Maul auf! Zeig ihm den Weg ins Land der Träume, Harvey! Los, Harvey, was du drauf hast, Harvey! Zeig ihm, Harvey! Du schaffst ihn! Wollen wir? Ja! Ja! Yeah. Schnell raus! Komm, Harry, zeig ihm, was Sache ist! Den schaffst du! Ja! Ich höre, das Fest gestern Abend war ein großer Erfolg. Ja, alle haben sich bestens unterhalten, Charlie. Du hast was verpasst, echt. Mal ganz ehrlich, Charlie, ich habe mich köstlich amüsiert. Ach, Genie, ich habe über die Reime nachgedacht. Vielleicht kann ich dir beim dritten Rätsel helfen. Der alte Sasquatch, der niemals schläft, passt auf, dass mein Schatz nicht verloren geht. Was bedeutet das? Ich täusche mich vielleicht, aber ich glaube, ich weiß, wo dieser Sasquatch zu finden ist, der niemals schläft. Und wo? Schieß los! Ziemlich weit weg von hier. Wir müssten Rucksäcke mitnehmen und im Freien schlafen. Was? Auf dem bloßen Boden? Das soll schon vorgekommen sein. Okay. Wieso denn nicht? Großvater, dürfen wir mit Charlie eine Wanderung machen? Ich komme auch mit, ja? Natürlich. Wohin geht's? Zum Stoneface Mountain, habe ich mir gedacht. Viel Vergnügen. Hallo, Travis. Kami. Ich wollte dir nur für den wunderschönen Abend danken. Es war fantastisch. Wunderschön? Ich weiß nicht. Die Schlägerei und so. Oh, das war doch nicht deine Schuld. Es gibt eben Leute, die stiften überall Unruhe, wo sie auftauchen. Nicht wahr, Genie? Aber egal. Ich wollte mich für den schönen Abend revanchieren und dich heute bei mir zu Hause zum Essen einladen. Naja, heute geht es nicht. Wir wollen eine Wanderung machen. Wirklich? Da komme ich mit. Was sagst du? Wäre das nicht toll? Nein, das würde dir sicher nicht gefallen. Wir übernachten im Freien, weißt du? Fliegen, Moskitos und zum Essen nur ein paar Biskuits. Ja, ich verstehe. Das ist hart für Großstädter. Ich wohne in den Bergen, solange ich denken kann, musst du wissen. Das wird bestimmt sehr lustig. Also dann, wir sehen uns nachher. Ich bin ja mal gespannt, ob das Stadtkind Genie diese Gebirgstour überstehen wird. Tja, und ich bin mal gespannt, was mir unsere heutige Interviewpartnerin alles so zu erzählen hat. Also dann viel Spaß mit Stefan und unserem Stargast Betty Boo. Betty Boo? Hi Betty, welcome in the Disney Club. Hello. Betty Boo. I've read a lot of nonsense about you. Man liest ja viel Unsinn über dich, zum Beispiel, dass du gerne Batman spielst. Stimmt das? I play lots of sports, actually. I row. Ich mache sehr viel Sport.